Hallo, heute geht's auf dem Klettersteig in Bobhardt entlang. Ich habe Begleitung von meinen Kindern und wir haben jetzt gerade den ersten mini kleinen Aufstieg gehabt. Ich bin schon total außer Atem und da im Hintergrund ist wunderbar eine Rheinschleife zu sehen und Bobhardt natürlich. Also mein Sohn, der macht sich ja immer über mich lustig, weil ich ständig das Wort idyllisch benutze, aber es ist wieder einfach nur idyllisch und schön und wunderschön und eine geniale Aussicht. Und was sagst du da, Nara? Überall grün. Überall. Na, vielleicht fahren wir ja nachher mit der Bahn hier runter, mit der Seilbahn. Und immer höher geht's hoch. Immer höher und höher. Bis jetzt mussten wir noch nicht klettern. Vielleicht haben wir auch den falschen Weg erwischt, keine Ahnung. Und da oben ist die Seilbahn. Ja, wir haben jetzt am Gedeonseck eine kleine Rast eingelegt und unsere Wasserflaschen aufgefüllt und sind jetzt weiter auf dem Klettersteig unterwegs. Hier haben wir auch eine Wanderkarte endlich gefunden und da haben wir dann festgestellt, wir sind im Prinzip verkehrt rumgelaufen. Aber ist ja eigentlich wurscht, wie rum man läuft. Ja, wir haben jetzt also diesen Kletterpart erst noch vor uns. Ja, wir sind jetzt endlich an dem Teil angekommen, an dem es was zu klettern gibt. Und ich zeige jetzt mal gerade, wie es da runter geht. Der Klettersteig, der hat immer die Möglichkeit, das Ganze mit der Wandervariante zu umgehen. Das ist dann nicht ganz so kletterhaft wie da, wo wir herkommen. Da kommen wir gerade runter und hier könnte man auch die Wandervariante nehmen. So, kleine Pause. Kleiner Schluck trinken, bevor es weitergeht. Ja, da hinten scheint ein dicker Waldbrand zu sein. Ich versuche mal ranzuzoomen. Da hinten. Gerade eben gingen auch die Sirenen hier ringsum in den Dörfern. Ich denke, die rücken jetzt alle aus. Man sagt ja, das Graue ist der Brand und das Weiße wäre dann der Dampf. Aber wirklich auskennen tue ich mich nicht. Na, ihr zwei, was macht ihr denn da? Ihr braucht gar nicht weglaufen. Also einer von euch ist groß und einer klein. Das Männchen, das Große? Mhm. Ja, wir haben euch genau gesehen. Jetzt können wir euch auf YouPorn hochladen. Ja, zwischendrin gibt es immer solche kleinen Pfade hier einfach durch den Wald. Ganz einfach, ganz easy. Ohne Felsen, ohne Klettern, ohne alles. Das ist dann immer zum Erholen.
wir haben das letzte Stückchen vom Klettersteig geschafft und gehen jetzt hier gerade noch den Weg runter zum Parkplatz. Ja, das ist so typisch Rheintal. Hier donnert alle naslang ein Güterzug durch. Ist echt schade, dieses wunderschöne Tal. Aber es gibt im Moment noch keine Alternativen zu diesen beiden rechts- und linksrheinischen Güterverkehrsstrecken. So, wir gönnen uns jetzt noch eine Berg- und Talfahrt. Zuerst, erst Berg, dann Talfahrt mit der Sesselbahn nach oben, wo wir vorhin hingewandert sind. Oh, jetzt fahren wir wieder runter. Oh, hier, da winken wir uns.